Hallihallöche Leute und herzlich willkommen zu dem Anfang des Videos. Ich muss euch etwas zeigen, Alter. Ich bin gerade voll am Zittern. Ich fasse es nicht, was gerade passiert ist. Ich gucke gerade, wie ihr sehen könnt, Counter-Strike Global Offensive bei Peatsmeet. Ja, erstmal liken. Auf jeden Fall haben sie sich verdient. Cooler Part. Und währenddessen habe ich mich gerade darauf vorbereitet, für den heutigen Part mich halt richtig zu positionieren. Und bin dann, das glaubt mir kein Mensch, ich bin dann weitergelaufen zur Richtung dieser Riesengrotte und auf einmal kommt ein Shiny Duflor. Hier. Ein Shiny Duflor. Also erstmal werde ich saven. Und ich Shiny Claws? Also darf ich es fangen? Und um euch das zu zeigen, falls da Leute kommen und dann so sagen, du bist ja nur am Cheaten und so weiter. Das bin ich nicht, ja. Ich habe halt nur für die Keys und diesen mal 4 Boost für halt Training und so weiter, für dieses ganze Gedöns. Aber das benutze ich meistens gar nicht wegen den EVs und so weiter. Alter! Das ist unmöglich! Was zur Hölle? Vor allem ich dachte mir so, ey, latsch da halt zur Riesengrotte schon mal hin, damit du den nächsten Part damit beginnen kannst, dass du bei der Riesengrotte anfängst. Und dann kommt das hier. Was ist das? Also ich werde es absolut fangen. Also da führt ja wohl kein Weg dran vorbei. Vor allem, ich habe auch noch, das glaubt mir, ich bin auch noch auf dem Weg zur Riesengrotte hingelaufen, habe es überlegt gehabt, weil ich hatte ja im letzten Projekt, Leute, ist drin. Ich hatte im letzten Nuzlocke-Projekt ja auch ein Shiny Skunktang gehabt. Beziehungsweise ich habe es nicht besessen, sonst ist ja, hat sie mit Explosionen ja in die Luft gesprengt. Und da habe ich es mir so über, habe wirklich nach dieser Situation nachgedacht, als ich hingelaufen bin. Und habe wirklich überlegt gehabt nach einem Shiny Pokémon. Ich verarsche euch nicht, ich habe nichts gecheatet oder so. Es kommt einfach zu mir. Und ich habe echt, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Fucking Shiny Pokémon. Schon wieder in der Nuzlocke bei mir. Es ist unfassbar. Es fing mit Shiny Skunktang an. In Pokémon Bloody-Platin. Was Explosion eingesetzt hat, was ich nicht fangen konnte. Und jetzt ist es Shiny Duflor, Alter. Wie geil. Fucking hell. Wie geil ist das denn bitte? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist männlich, es ist halt grün. Was gibt es, was männlich und grün ist? Männlich und grün. Hulk. Komm, ist mir scheißegal, Alter. Ich nenne es aber Hulk. Einfach, weil es männlich und grün ist. Alter, was zur Hölle? Hier, ihr könnt das jetzt gerade sehen. Ich bin gerade auf dem Weg gewesen zur Riesengrotte. Unglaublich. Unglaublich. Ich würde dann einfach mal sagen, dass wir uns gleich wiedersehen, wenn ich im Part bin. Also, Leute. Ja. Wir sehen uns dann gleich. So, ich bin wieder zurück. Ja, nachdem ich jetzt gerade das Ganze mit Camtasia aufgenommen habe, wird es jetzt wieder Zeit für eine Fraps-Aufnahme. Eine gut und geregelte und wahrscheinlich auch mit besserer Qualität. Ich kann es gerade immer noch nicht fassen. Es ist wirklich krass, dass ich gerade ein Shiny Pokémon gefangen habe. Normalerweise, also das, oh, Alter, ich freue mich. Es kann ja, also, es wirkt halt wie, keine Ahnung, aus den Fingern gezogen, dass auf einmal jetzt, wo es mir auch schlecht geht mit den ganzen Team-Pokémon und so weiter, ein Shiny-Pokémon kommt, was ich fangen darf und auch trainieren darf. Aber ihr könnt mir vertrauen, ich habe nichts gecheatet. Es ist unglaublich geil. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alter, ist das geil. Und dann ist auch noch Pflanzen-Pokémon. Das ist ziemlich cool. Ich meine, okay, wir können jetzt mal die Frage des Tages so machen. Wie findet ihr Shiny Duflor? So vom Aussehen her. Wie findet ihr Shiny Duflor? Ich muss ganz ehrlich sagen, das passt irgendwie zu diesem, zu diesem Theme, dass ja Duflor so säuremäßig und toxisch unterwegs ist und so weiter. Und dann gibt halt dieser grüne, dieser giftgrüne Stich dem Pokémon eigentlich sozusagen das Ganze. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn der ganze Unterkörper grün wäre, aber die Blume immer noch in so einem Rotton. Muss ich persönlich sagen. Okay, Chlorophyll, es hat Speed minus, Defensive plus. Okay, ja, es kann Dark Pulse. Bad Dance, was? Natural Gift und Lucky Chant. Okay. Alter Schwede. Ich bin total baff, was das Ganze angeht. Ich bin total baff. Entschuldigung. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und ich würde mal gerne wissen, was ihr von diesem Pokémon haltet. Was ihr, ja, was eure Meinung zu Shiny Duflor ist. Und nein, ich muss nochmal rein, weil ich möchte mir jetzt nochmal ein bisschen was hier einkaufen. Es ist einfach geil. Vor allem dann, ich laufe da halt
durch das Gras da, durch das Gebiet und habe wirklich drüber überlegt gehabt, wie das eigentlich wäre, jetzt ein Shiny-Pokémon in nächster Zeit mal wieder zu kriegen. Und was passiert ein Shiny-Pokémon? Das ist, als hätte ich das im Kopf herbeschworen, Alter. Das war Babaji, ich sag es euch. Alter, ist das göttlich. Vor allem, wir sind jetzt auf einer Streak. Ich habe 2 Nuzlocke-Challenges bisher auf meinem Kanal. Und in beiden dieser Nuzlocke-Challenges bin ich auf Shiny-Pokémon getreten. Und das ist jetzt auch das allererste Shiny-Pokémon, das ich fangen konnte. Das ist mir, wie gesagt, in Bloody Platin ja verreckt, das Pokémon. Holy shit, Mann! Ist das... Oh Mann, ich bin gerade nur am Grinsen, ist das schön. Das Wetter draußen normalisiert sich auch wieder. Bedeutet für mich also, dass Wolken kommen. Upsala. Bedeutet für mich also, dass Wolken kommen. Das ist für mich, dass sich das Wetter normalisiert. Und dass die Temperaturen ein bisschen abschwinden und ein bisschen mehr Wind weht und so weiter. Das finde ich schön. Besser als so ein ultra sonniger Sommertag, der irgendwie mit 30 Grad oder so draußen mich absolut auseinander nimmt. Oh. Alles klar, wir müssen also zu diesem Castellief. Das heißt, wir haben jetzt nochmal schön 3 Minuten des Videos einfach komplett für den Arsch, weil ich falsch gelaufen bin. Yay. Ich dachte, ich muss noch nicht unbedingt da jetzt schon hin. Ich dachte, ich kann da auch erst in, keine Ahnung, nachdem ich halt das Giant Chasm gemacht habe, mich zum Castellief bewegen. Aber nein, falsch gedacht. So ist es nicht. Ich muss mich wirklich da erstmal hinbegeben, ey. Oi, 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 oi. Das hat mal wieder eine Verplantheit. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde, ja? Wer rechnet auch mit sowas? Gut, Mathematiker sollten das... Okay, ich höre auf mit diesem Witz. Ich... Oh Mann, ey. Der wird auch nach dem 20. Mal sagen, nicht lustiger. Anfangs war der noch echt ziemlich cool, muss ich sagen. So dieses, damit hat er nicht gerechnet, wie so ein toter Mathematiker, aber... So langsam abused man diesen Witz, muss man einfach sagen. Ich bin da, glaube ich, nicht ganz auf der richtigen Seite. Aber es ist heute irgendwie ein ziemlich cooler Tag. Wobei man sagen muss, ich muss mich morgen auf eine Klausur vorbereiten. Auf eine Geschichtsklausur. Aber das Coole ist, ja, komm mal, jetzt mal hier ein bisschen Real Talk. Das Coole ist an dieser Klausur oder an den Lehrer, bei dem wir die Klausur halt schreiben, der hat halt immer eine ziemlich chillige Art und Weise, Klausuren zu gestalten. Also das ist dann immer so, es ist mega geil. Das war bisher bei jeder Arbeit bei ihm so. Und ich glaube, ich habe 3 bei ihm geschrieben, bin mir jetzt nicht sicher. Er macht es nämlich immer so, dass er uns in unserem Buch so 2 bis 3 Seiten gibt, die wir uns durchlesen müssen und die wir dann einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Alter, 50 ist das Teil. Ich kann es halt nicht fangen. Ich habe ja hier schon Pokémon gefangen. Er gibt uns immer so 2 bis 3 Seiten, die wir uns dann durchlesen müssen. Und auf diesen 2 bis 3 Seiten basiert dann unsere Arbeit, unsere Klausur. Und sowas ist immer ultra gechillt, weil ihr müsst euch das vorstellen. Ich lese einfach nur 2 bis 3 Seiten, so keine Ahnung, 4-mal durch oder so. Und weiß dann schon, was in der Arbeit drin vorkommt. So andere Klausuren, da ist es dann so, da bekommst du irgendwie 50 Begriffe gefühlt, die du auswendig erklären und beschreiben musst und verwenden können musst. Und dann musst du irgendwelche komischen Szenarien kennen und alles mögliche. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Aber nein, absolut nicht. Da haben wir es voll gechillt, 2 bis 3 Seiten, die wir lesen müssen. Und dann wissen wir eigentlich schon, worum es in der Arbeit geht. Das ist total cool, muss ich sagen. Und deswegen ist das nicht unbedingt viel, was wir machen müssen. Aber trotzdem muss ich mich auf eine Klausur vorbereiten. Und das ist ja immer so ein bisschen, ne, ihr wisst, anstrengend. Also, geistig gesehen. Man hat da nie wirklich Lust drauf und man hat auch keinen Bock, diese Arbeit zu schreiben. Und dann ist man da und sitzt bei der Arbeit und denkt sich nur so, Gott, Alter, wann kann ich endlich abgeben? Und ja, ich denke mal, ihr kennt das ja. So, wie ich es gehört habe, haben es diese Team-Plasma-Typen in sich. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich versuche natürlich nichtsdestotrotz mein Bestes, diese Typen mal so richtig eins aufs Fressbrett zu geben. Zum Beispiel mit so einem Mighty Jena. Ja, was will denn so ein Pokémon gegen mich unternehmen? Auf Level 57 auch noch, ja? Intimidate, Alter, damit kannst du mir auch ankommen. Das ist mir so scheißegal. Frost Breath. Ah, nee, ich hätte Fake-Out nochmal einsetzen können. Ein bisschen nerven. Frost Breath sollte sogar reichen, glaube ich. Ich würde jetzt sagen, dass Frost Breath reicht. Ja. Das Geile ist am Frost Breath irgendwie, dass es immer crittet. Ich weiß zwar nicht... kann ich da drin bleiben? Nein. Ich weiß zwar nicht, welchen Hintergrundgedanken das hat, dass es immer trifft. Also, immer trifft, sag ich schon. Dass es immer Critical Hits macht. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Weil...
wenn es immer crittet, dann kann man auch gleich die Pokémon, die Attackenstärke auf das setzen, was es dann wäre, wenn es ein Crit macht. Also, ich denke mal, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ist natürlich schwer, weil das natürlich dann noch calculated werden muss und so weiter. Natürlich, ich weiß, aber ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist irgendwie komisch, muss ich sagen. Oh, let's go, Alter. Das war ein cleaner One-Hit, würde ich mal sagen, ne? Das war cool. Scolipede, alles klar. Auch ein sehr cooles Pokémon, muss ich sagen. Wirklich ein sehr cooles Pokémon. Hey, du hast auch einen Hundemon? Ich zeig dir mal meinen Hundemon. Meine Lucy, ja? Au! Da jault sie wie ein Wolf. Intimidate. Das ist sogar sehr schön für das... Nein, ach, das war nicht Flamethrower. Ich vergesse immer, dass Flamethrower sich nicht da befindet, sondern halt... Wie soll ich sagen... Einen daneben. Och Gottchen, das hat nicht gereicht. Willst du mich verarschen? Aber Rock Climb sollte mich nicht besiegen. Ich bitte dich. Ja, wollte gerade sagen. So, Flamethrower. Let's go! Jawohl. Also ich meine, das war jetzt relativ unnötig, nochmal Flamethrower einzusetzen, weil das Pokémon halt sowieso, auch wenn ich es angefurzt, angeröpst, angehustet hätte, das wäre auch umgekippt, aber trotzdem, ne? Ihr wisst schon. Einfach nur, damit das Pokémon Schmerzen erlebt. Okay. Das waren noch nicht alle. Okay, das ist Time. Ja, ja, genau. Richtig. Wir sollen uns das ja jetzt mal anschauen. Ich weiß gar nicht, gibt es jetzt hier eigentlich auch schon solche Anführerkämpfe? Wisst ihr, was ich meine? Gibt es die jetzt auch schon? Oder kommen diese Anführerkämpfe erst später? Ich weiß nicht mal, ob... Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. An diese Szene hier. Retaliate. Was war Retaliate nochmal? Heimzahlung, war das das? Ich glaube schon, ne? If the user gets revenge for a fainted ally. Okay, ja, war richtig gut. Alles klärchen. Lag ich zumindest, was das angeht, schon mal ganz richtig. Aber ich frage mich nochmal ganz... Ach, hier oben gibt es doch bestimmt nochmal ein Item, oder? Ja, Wolski! Ich kann sowas lesen. Ach, Revive! Ja, das beste Item, das du bekommen kannst in der Nuzlocke. Revive, immer sehr schön für euch. Nochmal eine kleine Info an euch, wenn ihr eine Nuzlocke starten wollt oder so. Macht auf jeden... Oder seid auf jeden Fall sicher, dass ihr genügend Beleber dabei habt. Das ist ganz wichtig. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Pokémon für immer tot sind. Ist ja ganz klar. Bei der Nuzlocke ist ja logisch. Ach, guck mal, Doppelkampf. Ach nee, das war dieses Portalsystem. Oh Gott. Ich habe das wirklich gehasst. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber... Ich persönlich muss sagen, ich habe es wirklich gehasst. Ich mochte es irgendwie nie. Es ist irgendwie extrem nervig immer wieder gewesen. Okay. Okay. Oh, hier. Alter, ich habe ja mega Angst, das nächste Mal gegen ihn zu kämpfen. Ey, wehe, der setzt Ladungsstoß ein. Dann sind wir aber Feinde, mein Freund, ja? Macht nichts Falsches. Ich schwör's dir, wehe. Ich bin zumindest schon mal schneller. Das ist schon mal sehr schön. Alter, fast ein One-Hit, ey. Leck mir mal... Ach, Curse Body, natürlich. Keul? Keul? Was ist da gerade passiert? Keul? Was ist da gerade passiert? Hä? Habe ich irgendeine Spielmechanik oder so verpasst, die ich noch nicht kannte? Was zur Hölle? Ah, eigentlich sollte man erstmal das ein Pokémon besiegen, bevor man sich um das zweite kümmert. Hä? Hat nicht gerade Electros Coil eingesetzt? Gibt es da irgendeine Fähigkeit, die ich nicht kenne? Ich habe keine Ahnung. Das ist echt... Das ist unglaublich komisch. Upsala. So. Habe ich mir fast meinen Controller hier. Also ihr müsst wissen, mein Controller, beim PS4-Controller ist bei mir bei diesen Joystick-Dingern. So langsam geht so das Gummi davon ab. Ich weiß nicht, viele von euch kennen das vielleicht sogar. Das Gummi da bei der PS4, bei den Joysticks davon. Das ist bei mir so ein bisschen gerade... Also es ist ein bisschen locker halt geworden. Das habe ich gerade wieder reingedrückt. Deswegen... Das ist manchmal ein bisschen nervig. Vor allem, wenn ich irgendwie so Spiele wie, keine Ahnung, so zu Shooter-mäßig... Alter, dass er das überlebt hat. So Shooter-mäßig wie zum Beispiel Battlefield oder so. Und ich dann halt diese Sticks halt ziemlich oft benutzen muss. Und wenn sie dann so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen aus dieser Form so herausploppen, ist immer sehr hinderlich und ein bisschen nervig. Aber mein Gott, dann drücke ich sie immer meistens rein und dann geht's wieder. Ich habe aber auch irgendwie so das Gefühl, dass bei den PS4-Controllern
Ist ja immer noch disabled. Dass bei den PS4-Controllern irgendwie dieses Gummi bei diesen Joysticks relativ anfällig ist. Also ich habe auch schon einen Kumpel bei mir, der... Oh, Alter, das hat der richtig gut gemacht, dass der Earthquake jetzt eingesetzt hat, wo ich keinen Schaden dafür kriege. Wieso greift der mich mit Outrage an? Das wäre sehr effektiv gegen Flygon. Hä? Was hat der denn schlecht geschluckt, ey? Keine Ahnung, ich will mich jetzt noch nicht beschweren, das ist die KI. Ich hatte nämlich auch einen Kumpel, wo so das Gummi halt langsam abratscht, also so, wo das langsam so abnutzt. Und bei meinem Schwager ist das so, dass auch das Gummi auch so ein bisschen locker geworden ist. Es ist halt ein bisschen komisch. Aber uns wurde auch, also ich erinnere mich noch, als ich mit meinem Schwager die PS4 gekauft habe und uns bei der, beim Saturn dann gesagt worden ist, ob wir wirklich die PS4 uns jetzt schon kaufen wollen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Denn sie hat uns so gesagt gehabt, dass da hoffentlich, also es gab halt viele Probleme mit den Controllern, weil sie öfter halt abgenutzt worden sind und so weiter. Ob wir nicht warten wollen, bis neue Controller rauskommen, also die halt diese Abnutzung dann nicht mehr haben, selbstverständlich. Und das Geile ist, er hat die PlayStation jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, 2 Jahren. Und der Controller hat sich nie geändert bei Sony, bei der PS4. Hat sich nie geändert. Und die sagte so, ja, müssen Sie vielleicht warten, bis neue Controller rauskommen. Kann ich Ihnen nur raten. Ja, 2 Jahre später ist immer noch kein neuer Controller rauskommen. Wie bescheuert eigentlich. Das war eigentlich auch ziemlich dämlich von der Kassiererin, weil sie sozusagen uns als Kunden fast verscheucht hätte. Und dann hätten die halt nicht wirklich, naja, Einnahmen gehabt, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, komm mal her, ihr Kollege Schnürschuh. Wir wollen mal gegen dich kämpfen, würde ich mal sagen. I'm a fighting sweeper. Oh ja, so siehst du auch aus wie so ein absoluter fighting sweeper, Junge. Apropos Sweeper. Ich werde jetzt dein ganzes Team auseinander sweepen. Oh, du hast nur ein Pokémon. So, da habe ich leider Lucy nicht vorne drin. Sondern Santa Fe. Und Santa Fe lasse ich hier lieber nicht. Das ist keine gute Idee. Ich lasse aber mal Lucy jetzt mal kämpfen. Lucy, vierfach Schwäche gegen Feuer hat ja Scizor, das heißt mit Lucy und Flamethrower, das ist eine einfache Sache. Vor allem Intimidate nochmal raus, Angriff minus, Alter, Night Slash, damit machst du mir kaum Schaden, null, fast, nada, niente. Ich bin sogar schneller, Alter, tschüss, verpiss dich ins nächste Leben. Scizor, das war's mit dir, bye bye. Hätte mich jetzt irgendwie nicht gewundert, wenn in diesem Hack das Pokémon irgendwie hier Robustheit hätte oder so. Aber gut, das hat es anscheinend nicht gehabt. Und dann kämpfe ich noch gegen dich hier. Let's go. Fräulein. Was hast du mir so zu bieten, ne? Wo willst du mir denn das Wasser reichen, Fräulein? Mit meinem Team ist nicht zu spaßen. Sonst werden wir ganz schnell euer Pokémon ausarzen. Das war unglaublich schlecht. Keine Ahnung, ich bin nicht gut im Freestyle-Rap. Und ich will es auch niemals werden, weil ganz ehrlich, das ist nicht so das, was mich unbedingt interessiert. Egal. Alter, ist das ein cooler Damage. Oh, Stormthrow. Okay, jetzt Critical Hit, wollte schon sagen. Ja, also, ne, wollen jetzt hier nicht PK Hex an den Start holen. Wobei, was hat das mit PK Hex zu tun? Ich habe keine Ahnung, ich bin gut drauf, ich laber viel Scheiße, ja. PK Hex ist nämlich so eine Software, womit ihr euch da Pokémon auf 3DS zum Beispiel cheaten könnt und so weiter. Ich weiß nicht, was ich damit meine. Ich meine wahrscheinlich allgemein einfach nur Hex. Alter, hab ich keinen Bock auf euch alle. Das glaubt ihr mir nicht, wie ich keinen Bock auf euch alle habe. Aber trotzdem überspringe ich nicht diesen Trainer, nein. Marcel, der ist so schlau, er läuft einfach in ihn rein und sagt vorher, dass er gegen nichts kämpfen möchte. Gegen Skunktang muss ich aufpassen. Ich kenne mich aus mit Skunktang. Die Teile können Explosionen. Da muss ich aufpassen. Die Teile können nämlich Explosionen und tauchen gerne mal Shiny auf, um dann Explosionen einzusetzen. Das ist nicht ganz so angenehm. Aber ich glaube, Botugil sollte auch eine Explosion überleben. Hoffe ich, weiß ich nicht. Ich will's. Ach, okay, Feint setzt da ein, alles klar. Ich hoffe, du kannst keine Explosion einfach. Oder Flamethrower kann das Teil ja. Oh, da hätte ich auch aufpassen müssen. Skunktang ist ja auch bekannt dafür, Flamethrower zu können. Das heißt, hätte ich da jetzt ein bisschen Pech gehabt, ja, kommt Flamethrower raus. Am besten hat das Pokémon noch, also man kennt es ja irgendwie aus der Pokémon Blaze Black Szene, wo dann auf einmal so random Trainer auf einmal Life Orb oder so besitzen. Natürlich hätte auch das passieren können. Kann ich mich eigentlich irgendwo heilen, zufällig? Zack, was? Bitte was?
Ach, tatsächlich. Will you take a quick rest? Ja, natürlich. Ich möchte jetzt auch nochmal direkt hier den Part für heute beenden, denn ich habe auch noch heute etwas zu tun. Ich muss mich nämlich jetzt gleich auf etwas anderes konzentrieren als halt eine Aufnahme. Es tut mir wirklich leid, dass heute die Aufnahme ein bisschen kürzer ist. Dafür habt ihr heute ja einen Shiny-Pokémon erlebt und ein wenig Nonsense-Commentary. Ist auch super, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat diese Party gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und tschüss, Kostjankowski. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.